In diesem Sinne, meine lieben Freunde der Nacht, herzlich willkommen zum 24. und somit letzten Tag des Horror-Adventskalenders. Ich hoffe, dass ihr alle ein wunderbares Weihnachtsfest habt. Und ich will gar keine Zeit verlieren. Ich würde sagen, der Titel der heutigen Geschichte lautet Der Mörder im Rücken. Nach einer feuchtfröhlichen Nacht mit ihren Freundinnen macht sich Christina auf dem Nachhauseweg. Ein wenig plagte sie ein schlechtes Gewissen, denn nach der Menge, die sie getrunken hatte, hätte sie eigentlich nicht mehr fahren dürfen. Aber die einzige Alternative, nämlich im Auto zu übernachten, erschien ihr doch sehr reizlos und gefährlich noch dazu. Auf halber Strecke bemerkte sie das erste Auto, das sich auch auf der Straße befand. Es fuhr im normalen Abstand einige Meter hinter ihr. Doch plötzlich blendete es auf und gab Gas. Der Fahrer, den Christina in der Dunkelheit nicht erkennen konnte, lenkte sein Fahrzeug an ihrem vorbei, bis er sie überholt hatte. Christina war beruhigt, wahrscheinlich doch wieder nur ein Raser, aber der Wagen, der jetzt vor ihr fuhr, bremste auf einmal ab und ließ sich wieder hinter sie zurückfallen. Sie überlegte verzweifelt, was dieses Manöver zu bedeuten hatte und wie sie reagieren sollte. Weit und breit war keine Tankstelle oder Ortschaft zu entdecken. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als die Fahrt fortzusetzen, denn anzuhalten wäre dumm gewesen. In dem Moment wiederholte sich der Vorgang. Das Auto hinter ihr blendete auf, fuhr gefährlich nah an sie heran, bis es letztendlich zum Überholen ansetzte. Aber auch dieses Mal blieb der Fahrer nur für kurze Zeit vor Christina. Dann bremste er und reihte sich wieder hinter ihr ein. Christina überkam die Panik, denn als endlich ihre Ausfahrt erschien und sie abbog, tat es ihr Verfolger gleich. Auf dieser Strecke konnte er zwar nicht mehr überholen, aber er blendete jetzt im Sekundentakt auf, sodass es für Christina beinahe unmöglich war, weiterzufahren. Als sie endlich eine Tankstelle sah, preschte sie in die Ausfahrt, hielt an und rannte in die Richtung des hell erleuchteten Raumes. Auch der Fahrer, der ihr gefolgt war, sprang aus dem Wagen. Er rief ihr zu ihrer Verblüffung zu: "Laufen Sie schnell und bringen Sie sich in Sicherheit." Als beide gleichzeitig im Shop der Tankstelle ankamen und Christina um Hilfe schrie, erklärte der Mann ihr und dem schockierten Tankwart, dass auf Christinas Rückbank eine Person mit einem Messer sitze. Er hatte die Silhouette der Gestalt gesehen, als er hinter Christina herangefahren war. Sie hatte sich gerade aufgesetzt und das Messer bereits zum Stechen angehoben. Deshalb hatte er aufgeblendet und war an ihr vorbeigefahren und es hatte funktioniert. Die Person ließ sich wieder auf die Rückbank sinken. Seine Überholmanöver waren Versuche, den Mörder mit dem Messer in Schach zu halten. Absolut unglaublich und ich hoffe wie immer, dass die Geschichte euch gefallen hat. Und natürlich auch nochmal, dass ihr wunderbare Festtage habt. Ich wünsche euch allen ein wunderbares Weihnachten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch dieser Horror-Adventskalender gefallen hat. Und wir sehen uns auf jeden Fall sehr, sehr bald wieder im nächsten Video. Bis dahin.